Die Finanzierung der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge wird ein großes Thema auch in den Haushaltsberatungen sein. Es hat einen Flüchtlingsgipfel gegeben mit vielen Versprechungen, vielen Zusagen, die wir auch größtenteils unterstützen. Aber wir haben mit 6 Änderungsanträgen zum Haushalt hier nochmal ein paar spezielle Vorstellungen. Ganz besonders wichtig ist, dass die vielfach schon erwähnte Zahl von 40 Millionen Euro für die Kommunen als Unterstützung gewährleistet wird, gegeben wird, aber mit einer Zweckbindung, dass auch wirklich die Flüchtlinge etwas davon haben. Wir wollen, dass damit ein Austauschmanagement hauptsächlich finanziert wird. Das heißt also die bevorzugte Unterbringung von Menschen in Wohnungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Ein weiteres Thema ist noch die soziale Beratung. Es soll aufgestockt werden auf 7 Millionen Euro. Das ist ein absolutes Minimum, dass das gemacht wird, weil wir haben fast verdoppelte Flüchtlingszahlen zur letzten Berechnung dieser Zahl. Insofern ist es also die Notwendigkeit ganz klar, dass die Mittel verdoppelt werden. Nicht bezahlt werden soll davon ein Beschwerdemanagement, so wie es die Landesregierung vorsieht. Wir haben dazu einen extra Haushaltsantrag gestellt, einen extra Haushaltstitel, um ein separates Beschwerdemanagement auf die Beine stellen zu können und halt bezahlen zu können. Weiterer Punkt, den wir noch eingebracht haben, den Flüchtlingsrat in Nordrhein-Westfalen, der sehr gute Arbeit leistet in der Beratung auch der Flüchtlinge. Da sind die Mittel seit Jahren gleich geblieben. Da haben wir eine kleine Aufstockung von 70.000 Euro für vorgesehen. Wir denken, das ist wichtig und notwendig für die Arbeit, die dort geleistet wird. Auch viel von Ehrenamtlern, nicht nur bezahlt, aber hier war schon lange eine Erhöhung fällig.